Jubelnews von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Die beiden überraschen ihre Fans nun mit wundervollen Neuigkeiten. Wie schön. Seit der Trennung von Helene und Florian warten die Fans sehnsüchtig darauf, dass sich die Schlagerlieblinge wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit sagen. Jetzt die tolle Neuigkeit. Florian und Helene sind immer noch ein Dreamteam. Auch wenn Helene Fischer und Florian Silbereisen seit fast 2 Jahren getrennte Wege gehen, verstehen sich die beiden immer noch super. So betonen sie immer wieder unabhängig voneinander, wie gut ihr Verhältnis zueinander ist. Das Traurige jedoch dabei, Helene und Florian haben sich seit ihrem Aus so gut wie nie mehr zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Doch das Warten hat bald ein Ende. Wie nun nämlich bekannt gegeben wurde, sind Helene und Florian schon bald wieder zusammen auf der großen Showbühne zu sehen. Florian und Helene zeigen sich wieder gemeinsam. Wie nun durch den Milliarden berichtet wird, ist Helene Fischer für den Publikumspreis Goldene Henne nominiert. So heißt es auf der Homepage des Senders. Die Helene Fischer Show erreicht Quoten, die andere Sender neidisch werden lassen. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2019 konnte Helene Fischer nochmal mehr Zuschauer gewinnen, 5,92 Millionen verfolgten die dreistündige Show. Darunter immer mehr Jüngere. Rekord. Wow. Was für Hammer-News. Doch damit nicht genug. Auch Florian Silbereisen ist an dem Abend mit von der Partie, da er ebenfalls eine Nominierung erhalten hat. Ob die beiden wohl gemeinsam Arm in Arm über den roten Teppich schreiten werden? Wir können gespannt sein.